Was geht ab? Es ist wieder Sonntag und somit auch Zeit für ein neues Video. Und das heutige Video dreht sich um die hier. Heute werde ich euch mal mein Seidentuch vorstellen, beziehungsweise einfach mal so ein paar Fragen beantworten, die ich im Laufe der Zeit immer wieder zu meinem Seidentuch bekommen habe. Sowas wie zum Beispiel, warum hast du überhaupt ein Seidentuch? Wozu ist das gut? Warum benutzt du das immer beim Styling? Ist das wirklich unbedingt nötig? Kann man nicht auch was anderes benutzen? Wo kriegt man das her? Wie viel kostet sowas? Und so weiter. Und deswegen dachte ich mir, mache ich jetzt einfach mal hier so ein kleines, kompaktes Video, wo wir alle diese Fragen besprechen. Ich euch meine Seidentücher hier einmal so richtig vorstelle und nicht einfach nur so kurz in jedem Styling-Video anschneide, dass ich die habe und dass ich die immer benutze und hast du nicht gesehen. Und damit ist auch eigentlich schon soweit alles gesagt. Wir fangen einfach mal an mit dem Video. Also, was habe ich eigentlich für ein Seidentuch? Was ist das überhaupt? Ich habe hier ein Tuch aus Polyester tatsächlich. Ich nenne es nur einfach Seidentuch, weil es sich so seidig anfühlt. Es ist halt ultra weich, einfach weil es so eine schöne glatte Oberfläche hat. Man sieht das hier jetzt auch schon, es ist wirklich extrem glatt, sehr viel glatter als bei irgendwelchen T-Shirts oder so. Und das hat eben den Vorteil, dass meine Haare darauf rumrutschen können und meine Haare nicht einfach daran irgendwie hängen bleiben, wie das zum Beispiel bei Kleidung ist. Auch wenn die Kleidung weich ist, bleiben die Haare einfach gerne mal da ein bisschen irgendwie dran hängen oder so und dann können sich die Bündelungen auseinanderreißen und es entsteht auf jeden Fall Frizz. Also benutze ich das Seidentuch in erster Linie, um Frizz zu vermeiden, beziehungsweise den Frizz-Faktor einfach zu minimieren. Wenn ihr jetzt nicht unbedingt genau das hier kauft, dann würde ich auf jeden Fall beim Kauf darauf achten, dass ihr die richtigen Maße nehmt. Ich habe hier jetzt ein quadratisches Seidentuch mit den Maßen 90x90. Und ich erkläre euch auch gerne, warum ich genau diese Maße genommen habe. Und zwar hat es einfach, dadurch, dass es quadratisch ist und 90x90 ist, da ist es hier locker genug. Wenn ich mir das hier zusammenknote, dann habe ich hier auf jeden Fall immer noch genug Luft zwischen Hals und Knoten, damit es nicht irgendwie eng oder unangenehm wird. Außerdem reicht es über meine Schultern. Das heißt, wenn meine Haare dann beim Trocknen nach vorne rutschen, liegt es immer noch zu einem Großteil auf dem Seidentuch drauf. Hier geht es jetzt schon rüber, aber meine Haare sind auch schon relativ lang. Es geht aber auf jeden Fall, wie ihr hier schon sehen könnt, über die Schultern und das finde ich auf jeden Fall wichtig, wenn die Haare dann so nach vorne kommen, weil sie hier natürlich auch wieder an der Kleidung hängen bleiben können. Und jetzt zeige ich euch kurz den anderen wichtigen Grund, warum ich die 90x90 Maße genommen habe und das ist nämlich mein Rücken. Dafür zeige ich euch einmal kurz, bis wohin das Seidentuch bei mir eigentlich geht. So, das ist jetzt mein Rücken und ihr seht, dass das Seidentuch quasi an meinem Po endet. Das heißt, meine Haare sind hier oben, Seidentuch geht bis nach da unten und weil ich meine Haare niemals länger wachsen lassen würde als bis dahin, weiß ich dann, dass meine Haare wirklich immer auf diesem Seidentuch drauf liegen bleiben können. Es wird niemals zu der Situation kommen, dass meine Haare irgendwie länger werden als dieses Seidentuch und von daher habe ich hier noch ganz viel Puffer, sodass es darauf liegen bleiben kann. Ich hatte damals mein Seidentuch, das hatte die Maße 50x50 oder 60x60 und da habe ich schon gemerkt, dass meine Haarspitzen hinten am Rücken über das Seidentuch hinausgeragt haben und da dann halt an den Spitzen wieder so ein bisschen frizzy geworden sind und das einfach insgesamt nicht so schön aussah. Deswegen habe ich 90x90 genommen, damit die Haare wirklich immer, egal wie lang sie sind, auf diesem Seidentuch drauf liegen bleiben können und ich einfach quasi fast meinen kompletten Oberkörper damit vor den Haaren schütze, beziehungsweise ich dann wirklich so ein Cape, so einen Umhang habe, auf dem die Haare einfach liegen bleiben können und ich brauche mir keine Gedanken darüber machen. Genau, das auf jeden Fall zu der Frage, was ist das Seidentuch? So, jetzt kommen wir natürlich zu der Frage aller Fragen, warum habe ich überhaupt ein Seidentuch und wofür ist es eigentlich gut? Warum benutze ich das jedes Mal und warum empfehle ich das andauernd weiter? Ihr habt es wahrscheinlich gerade eben sowieso schon rausgehört. In erster Linie benutze ich das Seidentuch, um meine Haare vor Frizz zu schützen. Dadurch, dass es nämlich so eine glatte Oberfläche hat, bleiben meine Haare an diesem Seidentuch sehr viel weniger hängen, als wenn ich irgendwie einfach nur meine Haare auf meinen Klamotten hängen lasse. Man kann wirklich sehen, dass es eine richtig schön glatte Oberfläche hat, dass es wirklich richtig samtig ist und auch wenn der Stoff hier jetzt nicht hundertprozentige Seide ist. Das ist nämlich eigentlich Polyester. Es ist aber trotzdem sehr glatt, sehr seidig, sehr geschmeidig und weich. Und das macht wirklich einen riesigen Unterschied. Meine Haare bleiben an diesem Seidentuch sehr viel weniger hängen, als wenn ich einfach meine Haare so auf meinen Klamotten liegen lasse. Wenn ich zum Beispiel einen Pullover anhabe oder so, dann merke ich das auch, dass meine Haare viel frizziger werden. Auch gerade hier am Nacken ist das bei mir halt auch der Fall. Hier habe ich nämlich so ein paar Strähnen, die viel kürzer sind als der Rest der Haare. Sieht man hier, glaube ich, auch schon ganz gut. Und die Haare hier im Nacken, die verfilzen sich gerne bei mir, beziehungsweise die verknoten sich einfach gerne und sehr schnell. Und das ist dann zum Beispiel, wenn ich meine Haare wasche und sie dann so ein bisschen ausbürste, dann ist es hier unten immer extrem schmerzhaft, finde ich. Und wenn ich meine Haare hier auch so nach vorne hole, vor die Schulter, dann sieht man hier natürlich auch die Haare, die im Nackenbereich sind. Also man sieht hier jetzt zum Beispiel, das sind alles so die Haare,
die bei mir im Nackenbereich sind und die sieht man dann natürlich auch so von vorne. Und seit ich das Seidentuch benutze, ist es bei den Haaren hier im Nackenbereich einfach so, dass sie auch sehr viel definierter trocknen, weniger frizzy sind und das dann halt auch über die Tage hinweg. Also ich merke das wirklich, dass ich hier viel weniger Knoten habe, einfach weil sie während des Trocknungsprozesses schon nicht so viel Frizz bilden und dementsprechend sich auch weniger verknoten. Also um die Frage zu beantworten, warum ich ein Seidentuch eigentlich benutze, ich benutze es eigentlich hauptsächlich, um Frizz zu vermeiden, beziehungsweise den Frizz-Faktor einfach zu minimieren. Das hat halt einfach so den Vorteil, dass sie viel definierter sind. Wenn die Haare definierter sind, dann glänzen sie auch mehr. Wenn sie mehr glänzen, sehen sie gesünder aus. Also es hat einfach alles solche Vorteile, die aufeinander aufbauen. Und das Seidentuch hilft mir einfach ungemein dabei. Ich werde auch nochmal ein Video drehen, wo ich euch so den direkten Vergleich zeige. Also sprich, meine Haare trocknen auf einem Seidentuch versus meine Haare trocknen auf einem T-Shirt oder Pullover. Da kann man dann nämlich diese Unterschiede auch nochmal genau vergleichen und da kann ich euch das auch nochmal genau zeigen, was ich hier eigentlich die ganze Zeit damit meine. Aber Hauptgrund, warum ich das Seidentuch nutze, ist einfach weniger Frizz. Jetzt kommen wir zur Frage, wofür man das Seidentuch eigentlich noch alles benutzen kann. Und ihr habt es gerade eben schon gesehen, ich habe nicht nur ein Seidentuch, sondern habe direkt mehrere. Ich habe hier jetzt gerade 4 Stück. Ich habe hier einmal das Seidentuch, was ihr aus allen Videos kennt. Ich benutze das eigentlich immer in meinen Videos, wenn ich meine Haare style. Dann habe ich hier auch noch meine rote Version davon. Finde ich eigentlich auch ganz schön. So ein bisschen Gold und so. Hat irgendwie so ein bisschen was Sommerliches, finde ich. Dann habe ich hier auch noch mal eins so in Silber. Finde ich eigentlich auch ganz cute. Hat eigentlich ein bisschen mehr was so für den Winter, aber irgendwie benutze ich das kaum. Und dann habe ich hier auch noch mal eins, was auch ein bisschen so an Sommer oder Herbst erinnert. Auch ein bisschen rot, ein bisschen Gold, auch wieder ein schwarzer Rand. Also die sind auch eigentlich echt schön, finde ich. Und eventuell, falls ihr mich und meinen Channel schon kennt, dann habt ihr auch schon ein paar von denen in anderen Videos gesehen. Ich habe zum Beispiel einmal ein Video gedreht, da habe ich euch gezeigt, wie ich mit meinen Locken schlafen gehe. Und da habe ich das silberne Seidentuch benutzt. Und damit sind wir auch schon direkt beim ersten Punkt, wofür man die Seidentücher alle benutzen kann. Und zwar zum Schlafen. Beim Schlafen ist es ja so, dass wir uns alle hier so ein hohen Zopf machen, Ananas nennt man den Zopf ja auch, und die Haare dann quasi über dem Kopfkissen liegen und dann auch möglichst so liegen bleiben sollen über die Nacht hinweg, damit man einfach auch wieder weniger Frizz kreiert. Dadurch, dass man aber bei einem Kopfkissen ganz oft auch einfach so einen Bezug hat, auf dem die Haare dann nicht so gut rumrutschen können, ergo Frizz entsteht, habe ich mir überlegt, dass ich doch eigentlich einfach ein Seidentuch darum binden kann. Und ich zeige euch auch kurz, wie ich das hier meine. Und zwar lege ich das hier einfach so da drauf, drehe das dann um und dann binde ich diese Enden zusammen. Hier kommt natürlich auch wieder der Vorteil, dass ich die Maße 90x90 habe und dass um so ein halbes Kopfkissen auf jeden Fall richtig gut passt. Man könnte das theoretisch auch mit einem ganzen Kopfkissen machen, also mit so einem großen Kopfkissen. Ich persönlich schlafe aber irgendwie besser auf so einem halben Kopfkissen und von daher habe ich das dann einfach von Anfang an direkt so gemacht. So, und jetzt habe ich das hier quasi darum gewickelt und hier hinten einfach festgeknotet. Passt perfekt bei so einem halben Kopfkissen. Man sieht es, glaube ich, schon, wie weich das hier auf einmal ist und wie glatt das hier auch aussieht. Und wenn ich hier jetzt so drauf liege mit meinem Zopf, dann rutschen die Haare hier drauf viel mehr rum, als wenn ich irgendwie einfach nur meinen normalen Kissenbezug habe. Ergo, meine Haare bleiben nicht so viel daran hängen. Es entsteht weniger Frizz. Ich habe länger definierte Locken. Sieht alles ein bisschen schöner aus. Und das mache ich tatsächlich auch schon ziemlich lang. Also seit ich dieses Video gedreht habe damals, sind bestimmt schon 1,5 Jahre vergangen oder so. Aber das ist so einer meiner ultimativen Tipps. Also das mache ich wirklich immer noch und ich finde das richtig cool. Was man beim Schlafen aber auch machen kann, ist die Haare in so einen Schlafturban wickeln, wofür sich das Seidentuch auch lohnt. Ich werde euch hier jetzt den Turban nicht nochmal zeigen. Falls ihr euch das anschauen möchtet und sehen möchtet, wie ich mir den damals geknotet habe, verlinke ich euch das Video hier oben und auch hier unter dem Video in der Infobox. Dann könnt ihr euch das da ganz in Ruhe anschauen. Ich muss sagen, dass ich den Seidenturban eigentlich gar nicht mehr so wirklich mache. Ich glaube, ich habe damals einfach aus Faulheit damit aufgehört und weil ich gemerkt habe, dass mir das hier mit dem Seidenbezug auch reicht. Ich kenne aber immer noch ganz viele, die diesen Seidenturban benutzen, bei denen das auch klappt. Und ich kenne auch viele, die diesen Seidenturban benutzen, der dann nachts abrutscht und sie dann zum Glück immer noch hier diesen Bezug haben, auf dem die Haare dann trotzdem noch bleiben. Worauf ich aber eigentlich hinaus möchte, ist, dass ich das Seidentuch auf jeden Fall beim Schlafen auch empfehlen kann. Entweder als Haarturban oder auch in Kombination vielleicht
mit diesem Seidenbezug. Ich finde es wirklich mega und ich empfehle es auch deswegen immer noch sehr, sehr gerne weiter. Wofür man ein so hübsch aussehendes Seidentuch mit so richtig schönen Farben und Mustern natürlich auch benutzen könnte, ist als Haarschmuck. Ihr habt es eventuell auch schon in meinen anderen Videos gesehen, in denen ich euch so verschiedene Frisuren gezeigt habe. Gerade in dem Video, wo ich euch solche Sommerfrisuren gezeigt habe, habe ich euch verschiedene Methoden gezeigt, wie man dieses Seidentuch falten könnte. Man könnte es zum Beispiel hier als so ein Haarband benutzen, was richtig süß aussieht, wenn man zum Beispiel so einen hohen Dutt hat. Man könnte es natürlich auch um den Dutt binden und da zum Beispiel noch irgendwie eine Schleife draus machen. Man könnte sich auch alle Haare in dieses Seidentuch stecken. Also es gibt da auf jeden Fall ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Theoretisch könnte man das auch als Halsschmuck benutzen, indem man sich hier einfach das wieder so zurechtfaltet, dass es ein Band ist und dann hier einfach so einmal umknotet und hier dann auch wieder eine schicke kleine Schleife draus macht. Das ist auf jeden Fall auch eine andere Möglichkeit, wie man das Seidentuch benutzen kann. Ich persönlich benutze es einfach am liebsten, um halt beim Styling meine Haare vor Frizz zu schützen. Aber hier habt ihr auf jeden Fall drei verschiedene Methoden schon mal kennengelernt. Das heißt, vor Frizz schützen beim Styling, dann auch vielleicht beim Schlafen, um vor Frizz zu schützen und als drittes dann als Haar- oder auch als Halsschmuck. Das ist so eine der häufigsten Fragen, die mir gestellt wird. Also wo findet man jetzt so ein Seidentuch? Wo kriege ich das her? Worauf muss ich achten? Und bevor ich da weiter drauf eingehe, möchte ich hier einmal kurz sagen, dass das hier keine richtige Seide ist. Ich habe zwar auch Seidentücher, die aus richtiger Seide sind. Die hier allerdings sind eigentlich aus Polyester. Und was ich damit sagen will, ist, dass ihr jetzt nicht losrennen müsst und irgendwie nach Tüchern sucht, die explizit nur aus Seide sind. Ihr könnt im Prinzip jeden Stoff verwenden. Es geht einfach in erster Linie darum, dass es eine glatte Oberfläche hat. Man sieht das hier jetzt auch schon zum Beispiel. Das ist wirklich so eine richtig schöne, glatte, glänzende, seidig aussehende Oberfläche. Und das ist auch das, worauf es mir persönlich am meisten ankommt. So ein Seidentuch kann richtig viel kosten. Das hier hat 3,50 € gekostet. Ich habe mir diese Seidentücher hier, also alle vier, die habe ich mir alle bestellt über Amazon. Ich werde euch den Link zu genau diesen Seidentüchern auch hier unter dem Video in der Infobox verlinken, dann könnt ihr euch das ganz in Ruhe mal anschauen. Die gibt es, glaube ich, noch in 20 verschiedenen anderen Farben. Aber man braucht definitiv kein Tuch, was irgendwie aus 100% Seide ist. Das wäre vielleicht auch einfach viel zu schade für dieses Tuch, für diese Seide. Da bleiben ja auch immer Produktrückstände. Also wenn ich meine Haare nass habe, da gerade Produkte eingearbeitet habe und dann hier auf so einem Tuch liegen lasse und das da so drauf Luft trocknen lasse, dann bleiben auch immer Produktrückstände hier drauf, hier drin. Und da wäre, glaube ich, so ein richtiges Seidentuch viel zu schade, finde ich. Das kann von mir aus auch aus Satin sein. Es geht wirklich eigentlich nur um die glatte Oberfläche. Damit glaube ich aber auch, dass alles schon gesagt wurde rund um dieses Seidentuch. Ich bin auf jeden Fall ein riesiger Fan davon. Ich kann es nur weiterempfehlen. Ich bin sehr froh, dass ich die für mich gefunden habe. Schaut euch die doch auch gerne mal an. Wie gesagt, der Link zu diesen Seidentüchern ist hier unter dem Video in der Infobox. Jetzt kommt aber natürlich auch wieder meine Frage an euch. Habt ihr euch vielleicht sogar auch ein Seidentuch besorgt? Vielleicht auch genau das, was ich hier immer benutze? Vielleicht seid ihr durch mich ein bisschen inspiriert worden? Vielleicht habt ihr auch eine andere Methode für euch gefunden, wie ihr eure Haare so ein bisschen mehr vor Frizz schützen könnt. Vielleicht ist es aber mit den Seidentüchern für euch auch voll nach hinten losgegangen. Also mich würde auf jeden Fall brennend interessieren, was ihr so zu diesen ganzen Seidentüchern und auch vor Frizz schützenden Methoden sagt. Schreibt mir gerne alles dazu unten in die Kommentare. Ich würde mich freuen. Falls euch das Video hier gefallen hat, würde ich mich natürlich auch wie immer über einen Daumen hoch freuen. Und falls ihr neu auf meinem Channel seid und mich noch gar nicht kennt, hi, ich bin Aniva. Jeden Sonntag gibt es ein neues Video. Also falls ihr nichts verpassen wollt, ist der Button zum Abonnieren da unten. Oder hier ist ein kleines Wasserzeichen, wo ihr auch draufklicken könnt. Und ansonsten würde ich sagen, macht's gut und bis nächste Woche.